Leute, ich bin's wieder, euer Dedelcraft. Heute werden wir alles über die Schildkröten lernen. Ihr seid wieder mal bei Minecraft Mobs 1x1. Und gleich nach dem kleinen Trailer geht's los. Da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es wie gesagt um die Schildkröten. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, ein Like da lassen, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ist alles kostenlos. Daher danke dafür. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Die Schildkröte ist ein friedliches Mob, das an Stränden in Gruppen von 1 bis 5 Tieren vorkommt. Hier haben wir 1, 2, ich habe noch irgendwo eine gesehen, hier ist noch eine. 3 Schildkröten sind hier. Sie hat eine Lebensenergie von 30, das heißt 15 Herzen. Erwachsene Tiere sind 1,2 Blöcke breit und 0,4 Blöcke hoch. Jungtiere dagegen sind 0,36 Blöcke breit und 0,12 Blöcke hoch. Ich will nicht, aber dieses Thema muss auch angesprochen werden. Wenn man Schildkröten tötet, droppen sie 0 bis 2 Seegras und 1 bis 3 Expertpunkte. Die Paarung wiederum, yay, bringt 1 bis 7 Expertpunkte. Und auch hier gilt der Vorsatz, make love, not war, vermehren bringt mehr als töten. Wo wir schon bei den Vorteilen von Schildkröten vermehren sind. Ja, du warst schon in dem Video, dankeschön. Schildkröten kann man mit einem Rechtsklick mit Seegras vermehren. Beide Schildkröten mit Seegras anklicken, das können wir gleich mal machen. Hier, komm. Ja, hier. Wieder bis die Herzchen aufsteigen, danach findet die Paarung statt. Und eines der beiden Tiere wird trächtig. Das kann man daran erkennen, dass der Bauch der Schildkröte um ein paar Pixel nach unten, hier könnt ihr das sehen, dicker ist als beim normalen, dem nicht trächtigen Tier. Nun begibt sich die trächtige Schildkröte auf den Weg zu ihrem Geburtsort. Dabei lässt sie sich von nichts aufhalten. Auch ein Spieler mit, wie ihr hier sehen könnt, die anderen Schildkröten folgen mir. Auch ein Seegras in der Hand kann die trächtige Schildkröte nicht davon abhalten, ihren Geburtsort zu suchen und natürlich auch zu finden. Hier war jetzt natürlich gerade ihr Geburtsort, von dem her ist das relativ einfach gewesen. Am Geburtsort angekommen, beginnt sie mit der Suche nach Sandblöcken, um ihr Ei abzulegen, wie ihr das hier sehen könnt. Dabei sucht sie aber nur nach normalem Sand. An rotem Sand hat sie überhaupt kein Interesse. Danach beginnt sie zu graben, was sich mit den aufgewirbelten Sandpartikeln, die ihr hier sehen könnt, auch sehr schön zeigt. Nach kurzer Zeit legt sie dann ihre Eier ab. Dies können 1 bis 4 Eier sein. Das ist jedoch random, besser gesagt zufällig. Da habe ich doch was gehört. Da kann man das Ei schon sehen. Das ist ein Schildkrötenei. Sie hat jetzt eines gelegt. Nach circa 4 Minecraft-Tagen können diese Eier, diese Schildkrötenbabys, dann auch schlüpfen und begeben sich sofort ins Wasser, wie sie das auch im Real Life machen, aus Schutz vor Fressfeinden. Wobei das, wie man bestimmt auch weiß, die gefährlichste Zeit eines Schildkrötenbabys ist der Weg vom Strand bis ins Meer. Auch hier kann man das Wachstum natürlich beschleunigen, wenn man die Jungtiere mit Seegras füttert, nach der bekannten Regel: jedes Füttern verringert die Zeit bis zum Auswachsen um 10% der verbleibenden Zeit. Wächst ein Jungtier aus, droppt es ein Hornschild
Und dieses kann benutzt werden, indem man 5 Hordenschilder zu einem Schildkrötenpanzer craftet. Ich habe euch das oben mal eingeblendet. Dieser kann wie ein normaler Helm getragen werden und hat die Schutzeigenschaften eines Eisenhelmes, also 2 Rüstungspunkte. Außerdem hat er 60% mehr Haltbarkeit, was 276 Punkten entspricht. Und er verschafft dem Spieler 10 Sekunden mehr Luft unter Wasser, weil sich Luft in diesem Helm speichert, bevor die Luftblasen, die man unten rechts über dem Essensbalken sehen kann, wenn man ins Wasser geht, anfangen runterzulaufen. So ist es richtig rum. So, die Schildkröte läuft normalerweise eher relativ ziellos umher. Sie schwimmt auch im Meer ziellos. Sie ist nur voll zielgerichtet, wenn sie trächtig ist, weil dann sucht sie, wie schon vorher erwähnt, ihren Strand, ihren Geburtsort. Noch Fun Facts und Wissenswertes zum Schluss. Wenn eine Schildkröte vom Blitz getroffen wird, egal ob natürlich oder durch einen Dreizock des Spielers geworfen, droppt sie selten auch eine Schüssel. Dies ist eine Anspielung auf den schüsselförmigen Panzer der Schildkröte. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf das Ei treten. Eier übrigens könnt ihr mit Behutsamkeit, ich kann euch das mal zeigen, habe ich Behutsamkeit, wo nicht das gleich, aber Eier könnt ihr mit Behutsamkeit abbauen und dann droppt das Schildkrötenei. Ihr könnt das dann beliebig auch platzieren. Nur platzieren kann man es nur auf Sand. Auch hier gilt kein roter Sand. Und noch zum letzten wissenswerten Fakt. Schildkröten sind die ersten Mobs, die unterschiedliche Geschlechterrollen aufweisen. Werden sie gepaart, ist automatisch die trächtige Schildkröte das Weibchen und die andere das Männchen. Und somit das einzige Mob mit einer Geschlechterrolle. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Diddlecraft.